Ja, liebe Freizeitpark-Freaks, wir sind immer noch im Bürgers Zoo und heute scheint eine Charity-Veranstaltung zu sein. Schätzungsweise, weil wir wollten gerade rausgehen kurz vor sechs und es kommt ein Unmengen an Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen uns entgegen. Finde ich richtig gut, dass der Bürgers Zoo sowas macht und unterstützt. Scheint wahrscheinlich für die kostenlosen Eintritt zu geben, weil hier ist gerade eine Flutwelle. Das ist unglaublich. Wir haben uns gerade richtig erschrocken und wir haben jetzt gedacht, jetzt ist hier um 18 Uhr gleich Feierabend. Aber ich zeig mal so ein bisschen die Menschenmenge, die jetzt eigentlich rausgehen müsste, die geht gerade rein. Richtig coole Aktion. Man hat auch gesehen bei den Schmetterlingen, dass halt so, ja, wie soll man sagen, so kleine Unterhaltungsgimmicks aufgebaut worden sind bezüglich der Fütterung der Seekühe. Also in Form von Kappbechern und darunter war halt im Endeffekt ja, Gemüse, ne? Also Möhren etc. pp. Richtig gut. Also ich finde das gut, wenn das wirklich eine Charity-Geschichte ist. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, hier sind mehr Menschen drin wie den ganzen Tag im Zoo. Eventuell. Ja, gefühlt. Da Märchenprinzessin. Märchenprinzessin ist das so ein bisschen Team. Draußen ist Blaskapelle. Ja, wir sind gerade ein wenig überfordert. Wir wollten jetzt eigentlich die Biege machen und werden hier gerade überrannt. Aber coole Geschichte. Google sagt, ich gucke da gerade auch nichts so spontan aus. Okay, Google sagt. Ruhig mal in Ruhe. Ja, müssen wir mal in Ruhe. Es gibt auf jeden Fall noch ein Nachwort von uns. Aber ja, coole Aktion. Dickes Lob an den Bürger so. Die Pinguine sind auch ganz aufgeregt. Stehen alle oben und gucken. Ja. Wegen der Blasmusik, wegen der Blaskapelle. Ja, coole Aktion, auf jeden Fall. Also der Aufenthalt war wieder super gut. Sprachdefizite bitte immer entschuldigen, besonders morgens. Wir haben heute Kopfaus.de-Tag. Ja, also dementsprechend, wir werden gleich noch berichten vom leckeren amerikanischen Essenzyklus im... Roadhouse Arnheim. Genau. Also ihr werdet auch noch einen Post bei Instagram und bei Facebook sehen. Lasst euch überraschen. Wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Unser Kanal.